Hallo, herzlich willkommen hier in der E-Bike Erlebniswelt. Er hat nur den Lauda. Ich darf Ihnen ein Vorführ-E-Bike vorstellen für die Saison 2023 von Riese und Müller. Das Super Daylight. Für wen ist das? Und zwar nicht das Super Daylight, ist für den Supermann, würde ich sagen. Der es gelernt hat, nicht nur gut zu verdienen, sondern sich auch noch etwas zu gönnen. Es gibt ja viele Leute, die sind im Volkstypen mündlich gesagt reich, aber die gönnen sich nichts, kenne ich solche. Und manche sparen sich das Geld hier zusammen und sagen, ich fahre 2 Jahre nicht mehr in Urlaub und leiste mir so ein Flaggschiff hier. Ja, oder es gibt halt einer, der wirklich mit guter Arbeit gutes Geld gemacht hat und sagt, so, und jetzt gönne ich mir auch was da dafür. Für den ist dann dieses Super Daylight gedacht. Deutsche Spitzentechnologie. Und zwar, ich beschreibe es Ihnen jetzt mal im Einzelnen. Also Riese und Müller ist ein Spezialist für vollgefederte E-Bikes, war es schon immer, da kommen die eigentlich her. Und was die hier geleistet haben im Laufe von 20 Jahren Entwicklungsarbeit, ist enorm. Also das sind Weltmarktführer auf diesem Gebiet. Wir haben jetzt hier die Straßenausführung von diesem Modell. Man könnte das auch etwas mit grobstolliger Bereifung machen, Gepäckträger wegnehmen und schon sieht das Ganze etwas geländetauglicher aus. Die Technologie im Einzelnen jetzt, was der Antrieb anbelangt. Wir haben einen Bosch Performance Line CX Motor da drin mit 85 Newtonmeter bärenstark. Der treibt über einen Zahnriemen eine Roloff E14 Narbe an. In der Saison 2023 ist diese Narbe kaum noch erhältlich, weil nämlich Bosch ein Smart-System entwickelt hat, wo sie noch nicht so weit sind, dass sie die Roloff E14 ansteuern können. Ist der gleiche Motor, aber halt eben mehr Elektronik. Wem eine solche Schaltung wichtiger ist, der kann bei Riese und Müller tatsächlich auch noch einige Modelle entdecken, die extra so damit gebaut werden. Der Zahnriemen ist eine Kunst zu verbauen in einem vollgefederten E-Bike. Da lassen die meisten Hersteller ihre Finger davon. Ich zeige Ihnen jetzt mal ganz kurz, wie das aussieht. Wenn ich hier daneben die Hinterradschwinge belaste, das bewegt sich das Ganze. Und der Zahnriemen wird über diese gefederte Umlenkrolle, wird er praktisch in Spannung halten. Ich habe mich da mit dem Ingenieur unterhalten von Riese und Müller, der mir die Schwierigkeit gesagt hat, diesen Punkt zu finden, wo diese Spannrolle eingebaut werden muss. Also es funktioniert tadellos. Ja, ansonsten haben wir in dem E-Bike, die schon eine komplette, in der Erstausstattung schon komplett alles, was man vom Besten nehmen kann. Eine luftgefederte Gabel, ebenso ein tolles Seder-Element da drin. Selbst ein Bordeaux-Schloss von Abus ist auch schon serienmäßig dran. Wir haben von Supernova einen sehr helle Auf- und Ablenkscheinwerfer, den M99 Mini. Ja, sagen wir mal, man erlebt auf diesem E-Bike das Fahren in seiner komfortabelsten, schönsten, sichersten Art. Weil die Vollfederung die entwickelt Fahreigenschaften, wie man es eigentlich nur vom Motorrad kennt. Also sehr fahrstabil, sie fahren wie auf Schiene. Es federt tatsächlich, es bügelt alles hinweg, was ich da unterwegs überfahre. Überfahren ist gut. Ja, es gäbe noch die Möglichkeit, das mit einem Sattellift auszustatten. Das können Sie dann an einem anderen Vorführ-E-Bike bei uns testen, wie das ist. Oder es gibt zum Beispiel auch noch, wenn man das möchte, einen Gepäckträger vorne oder einen Halter vorne für Tasche. Man kann es mit und ohne diesem Gepäckträger haben, ja, habe ich schon erwähnt. Also alles in allem, das E-Bike finden Sie nicht überall zum Probefahren. Und da lohnt sich wirklich ein weiter Weg zu uns, wenn Sie da wirklich Interesse an so etwas haben. Denn wir haben es nicht nur dastehen, wir kennen uns auch technisch aus und begleiten Sie später auch beim Service, der bei uns einfacher, unkomplizierter und günstiger ist, wo sonst wo. Also melden Sie sich einfach an bei uns zur Probefahrt und für einen Termin, für die Kaufberatung. Und dann kommen Sie vorbei, wir bereiten Sie vorher darauf vor, wie Sie das alles machen und testen können. Und ich würde sagen, bis bald. Tschüss, Ihr Erhard Mott und das gesamte Team.